Sachsen-Anhalt ist ein starkes Land. Alles ist im Prinzip hier. Hochschulen, engagierte, sehr fleißige Menschen, auch eine ordentliche Infrastruktur. Aber irgendwie fehlt es hier im Land an Selbstvertrauen, an Aufbruchgeist, also an German Mut, wie wir das nennen. Und deshalb muss sich hier im Land vor allen Dingen etwas an der Mentalität verändern. Alles ist hier, das Land kann was draus machen, es muss nur wollen und anpacken. Ja, also ich freue mich, hier gewesen zu sein, Magdeburg und auch in der Konstellation, vor allem mit der BJU und auch mit Herrn Christian Lindner und auch in diesem Zusammenhang über das Unternehmertum generell zu reden. Und da kommt auch mal wieder raus, dass Unternehmertum halt nicht nur ein Beruf oder eine andere Form von Job ist, sondern ein Lifestyle, eine Lebenseinstellung. Und ich freue mich, wenn ich hier ein paar inspirieren konnte, vielleicht diesen Schritt auch gerade im neuen digitalen Markt zu gehen. Elementar wichtig ist zum einen Infrastruktur, damit man auch in ländlicheren, dünn besiedelten Gebieten arbeiten kann. Ein Vorschlag war ja von mir dort, Gründer anzusiedeln oder Unternehmer anzusiedeln, die vielleicht aus der ersten Phase schon heraus sind, Familie haben wollen, mehr Platz zum Leben brauchen. Eine zweite Möglichkeit für ein Land wie Sachsen-Anhalt ist sicherlich die Stärkung der Hochschulen, hier Inkubatoren zu gründen oder Hochschulgründerzentren oder ein Entrepreneurship-Lehrstuhl zu gründen, wo man Unternehmensgründung fördert.